Nö, das ist so ein Punkt, wo man sagen muss, es ist schon gut so, dass Soziologen nicht in die Zukunft gucken. also ich hätte mich da wahrscheinlich jetzt nicht positioniert, was da draus wird, aber dass das sozusagen diese Wucht annimmt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also vor allen Dingen, dass das auch über einen längeren Zeitraum gelingt, so viele Leute auf die Straße zu bringen und dass das dann auch nicht nur in den Metropolen stattfindet, sondern wirklich in kleinen Im Orten. Im ländlichen Raum also, auch. Mhm. Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk. Heute springen wir ein bisschen zur Seite, ein bisschen weg vom Thema der engen Organisationsdynamiken und Logiken, vielleicht auf den ersten Blick. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Protest. Protest beschäftigt uns, ob wir wollen oder nicht, im Moment sehr stark im öffentlichen Raum. Wir sind ihm zum Teil ausgesetzt, zum Teil sind wir MitgestalterInnen von Protest. Und ich finde, das ist mindestens mal ein Anlass wert, hinzuschauen. Gibt es einen Querbezug zu dem, was in den Organisationen in unserer Zusammenarbeit passiert und dem, was wir ganz hautnah jetzt auf der Straße erleben? Und dazu habe ich mir jemand eingeladen, der genau dazu Auskunft geben kann. Heute zu Gast ist Dr. Simon Theuner. Simon ist Protestsoziologe an der Universität in Berlin. Es gibt sogar ein regelrechtes Institut für Protestforschung. Hochspannend, was dort passiert. Und deswegen gehen wir in unserem Gespräch erst einmal darauf ein, was ist denn eigentlich ein Protest und wie organisiert er sich? Wie finden zum Beispiel auch Entscheidungsfindungsprozesse in Protestbewegungen statt? Und was sehen wir jetzt so an Wirkung von Protest auf die Unternehmen auch? Weil das ist ja auch etwas, was sich als Phänomen gerade besonders spannend beobachten lässt, wie sich Unternehmen zum Thema Proteste positionieren. Und natürlich werden wir auch über die Rolle von sozialen Medien reden, rund um das Thema Protest und noch viele andere spannende Dinge, auch die psychologischen Faktoren. Ich glaube, rundherum ein gutes Paket, ganz viel Good Work drin und für euch jetzt erstmal viel Vergnügen bei der neuen Folge mit Dr. Simon Theuner. Und da ist er, der Experte für Protestforschung, Dr. Simon Theuner. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du bei Good Work bist. Hallo, Jule. Es gibt eine Frage auch an dich, mit der starten wir immer. Und das ist die Frage, wie bist du in den Tag gestartet heute? Sehr früh. Ich bin um 5 Uhr aufgewacht und habe Frühstück für alle gemacht und bin entsprechend früh auch im Büro gewesen. Mhm. Für alle heißt, da sitzen viele hungrige Münder oder ist es übersichtlich? Außer mir 3 und eine Katze. Wer kriegt zuerst was, ohne zu protestieren oder mit protestieren? Die Katze ist am leichtesten zu versorgen, da muss man nur die Dose aufmachen. Ja. Okay, und hast du halt schon innerlichen Protest gegen irgendwas gespürt, bei dir, bei anderen? Nee, ich bin mit der U-Bahn ins Büro gefahren und habe allerdings in einem anderen Podcast etwas über die Demokratieproteste gerade gehört. Also insofern war ich schon mit Protest beschäftigt. Okay. Also ist das ein Thema, was dich nicht nur in deiner beruflichen, professionellen Welt jeden Tag begleitet, sondern dich auch als Mensch einfach schon länger fasziniert, das Thema Protest? Ja, deswegen bin ich dazu gekommen, weil ich mich immer für sozialen Wandel interessiert habe und für die Möglichkeiten von Menschen darauf Einfluss zu nehmen. Und deswegen bin ich beim Protest gelandet und dann irgendwie darauf hängen geblieben. Aber da sind wir auch schon bei dem Hauptproblem. Wenn ich mich als Forscher damit beschäftige, es passiert ja so viel. Ich kann mir das gar nicht alles gleichzeitig angucken und auch gar nicht in der Tiefe und sozusagen in allen Dimensionen, die eigentlich notwendig wären, um zu verstehen, was da abläuft. Und insofern kommentiere ich ganz häufig sozusagen vor dem Hintergrund des angesammelten Wissens, mit dem Wissen über soziale Bewegungen, wie sie funktionieren und wie sie in der Gesellschaft wirken. Aber muss das immer so mit einem Vorbehalt machen, dass ich eigentlich noch gar nicht so genau weiß,
wie sich die einzelnen Proteste entwickeln. Und ich habe auch schon ziemlich daneben gelegen. Also ich habe auch schon Pegida den Niedergang vorhergesagt. Das sind immer so die Fallen, in die man dann tappt, wenn man von Journalistinnen befragt wird. Wie sieht's in der Zukunft aus? Und da sollte man besser den Mund halten. Ja, Ask Zukunftsforscher, ja. Ich meine, hier auch unser lieber Herr Hawks, der hat das mit dem Internet, mal gucken. Oder ich weiß gar nicht, ob er es war, aber ich glaube sogar. Also da kann man ja auch mal echt daneben liegen. Ja, mit der Zukunft lässt sich nur bedingt verhandeln. Und gleichzeitig ist es natürlich auch spannend, dass Menschen, die jetzt so viel Zeit und Energie und Hirnschmalz in dieses Thema reinstecken, sich dann doch noch so ein bisschen zögerlich assoziieren und sagen, ja, also ob ich das genau jetzt so richtig auf dem Schirm habe, ist vielleicht auch genau Ausdruck von Expertise, dass man dann den Anspruch auch hat, Dinge wirklich tief zu verstehen. Kommen wir mal so richtig zu diesem Thema Protestforschung. Ich habe gesagt, es gibt ja auch ein Institut für Protestforschung. Vielleicht magst du das erstmal so kurz beschreiben, damit wir so ein Bild haben, weil ich glaube, dass vielen Hörerinnen und Hörern von Good Work das noch nicht bekannt war, dass es sowas gibt. Ja, das Institut für Protest- und Bewegungsforschung ist eigentlich aus organisationssoziologischer Sicht ein sehr spannendes Konglomerat, weil wenn man Institut hört, dann stellt man sich ein Haus mit einer Tür vor, durch die man reingehen kann. Und da sind Büros, wo die Wissenschaftler sitzen. Das ist bei uns nicht so, sondern wir sind ein universitätsübergreifendes Institut und haben uns da sozusagen unter den Menschen, die zu dem Thema Protest und soziale Bewegungen forschen, zusammengeschlossen und haben eigentlich drei Ziele dabei. Das eine ist, dass wir uns untereinander austauschen und vernetzen, weil es ja zum Teil auch Überschneidungen gibt und wir uns gegenseitig ergänzen können in dem Wissen, das wir haben. Das zweite ist, dass wir selbst Forschung auf den Weg bringen wollen. Und ich habe ja gerade schon gesagt, es ist nicht so leicht, Proteste zu erforschen, die gerade stattfinden. Das gilt besonders, wenn man sich die Wissenschaftsförderung anguckt. Da hat man lange Zyklen. Man schreibt einen Antrag für eine Projektförderung und ein Jahr später wird man dann vielleicht bewilligt oder nicht. Und die Proteste sind dann wahrscheinlich schon vorbei, sodass man sich irgendwie anders überlegen muss, wie man da rangeht. Und da ist sozusagen das Protestinstitut auch eine Möglichkeit, um die Ressourcen zusammenzuschmeißen und dann zum Beispiel mal zu einer Demonstration hinzugehen und zu fragen, wo kommt ihr her, was ist euer Begehr? Und der dritte Punkt ist, dass wir eben auch wollen, dass das Wissen, das wir da generieren, öffentlich zugänglich ist und dass wir ja mehr oder weniger stark auch Öffentlichkeitsarbeit machen beziehungsweise auch für Medienanfragen zur Verfügung stehen. Also lernen, vernetzen, forschen, publizieren, habe ich verstanden. Genau. Das sind eure Intentionen. Und das heißt, jetzt mal vielleicht wieder in die Welt, aus der ich eher komme, würde man eher von einem Netzwerk sprechen. Aber es hat ja eine formale Struktur, oder? Also es gibt auch so jemand, wie der zuständig ist am Institut, oder es gibt eine Leitungsfunktion, oder wie muss man sich, weil du sagst, es ist unter organisationssoziologischen Aspekten ja auch spannend, weil es eben nicht irgendwo verortet ist, räumlich, aber eine richtige Organisationsstruktur habt ihr schon, oder? Genau, wir haben einen Verein, der sozusagen das Institut trägt und der Vorstand des Vereines ist die Leitung des Instituts, mehr oder weniger. Mhm. Okay. Und du selbst bist ja auch, glaube ich, im Moment, zumindest so habe ich es recherchiert, auch mit einem Thema ganz speziell unterwegs, oder? Was für ein Aspekt, was für eine Dimension von Protest ist im Moment so dein Fokus? Also auf der einen Seite komme ich immer nicht drum rum, mich mit den Protesten zu beschäftigen, die gerade stattfinden. Also insofern bin ich da immer auf der Lauer, was gerade passiert und versuche zu verstehen, was im Moment passiert. Aber genau, ich habe natürlich auch langfristigere Forschungsprojekte und das, in dem ich jetzt gerade arbeite, ist Teil eines Sonderforschungsbereichs hier an der Freien Universität Berlin. Und wir gucken uns an, wie künstlerische Proteste oder Kunst, die politische Themen verhandelt, wirksam wird. Also was schlägt das für Wellen? Was macht das mit den Menschen, die mit dieser Kunst konfrontiert sind? Und auf welchen Wegen kann denn überhaupt so ein Protest Einfluss nehmen auf die Menschen? Eine Frage, die dir wahrscheinlich oft gestellt wird, ich tue es trotzdem nochmal, was ist eigentlich ein Protest?
da gibt es natürlich unterschiedliche Definitionen, je nachdem, was man damit machen will. Aber sozusagen das, was allgemeingültig ist, ist, dass es eine Form von öffentlichen Widerspruch ist, die in der Regel auch nicht alleine stattfindet, sondern im Kollektiv und die regierungsunabhängig ist, also die nicht von der Regierung initiiert wird, dann ist das für uns kein Protest mehr in der Protestforschung, sondern eher eine Manifestation von einem Regierungswillen, wo Menschen für eingespannt werden. Aber genau, das wäre so die kurze Definition. Mhm. Also es muss öffentlich sein, es muss sozusagen ein politisches Thema verhandelt werden. Und in der Regel ist man auch nicht alleine dabei. Es gibt natürlich Protestformen wie Selbstverbrennung oder auch mal Gerichtsprozesse, die eine Person führt, die aber sozusagen im Namen einer größeren Sache geführt werden. Aber in der Regel sind Proteste eben kollektive Prozesse. Und das heißt auch, das, was man auf der Straße sieht, ist das eine, aber dahinter stehen auch noch ganz andere kollektive Prozesse, nämlich Formen von Organisation, von Ermöglichung, von Ressourcenmobilisierung, die immer Voraussetzungen dafür sind, dass Menschen sich überhaupt versammeln können. Und wenn wir sowas hören wie stiller Protest, ja, in unserer Umgangssprache oder so als Metapher, ist das dann also jetzt, sagen wir mal, mit dem Bild, was du als Definition reingebracht hast, überhaupt nicht übereinzubringen, sondern wirklich nur ein Bild? Oder wie würdest du mit solchen Dingen umgehen? Es ist ja immer die Frage, wie man das definiert. Das ist jetzt sozusagen die Arbeitsdefinition, die wir auch vor dem Hintergrund von einer liberalen Demokratie benutzen, aber natürlich kann ein Protest in einem autoritären Regime auch eine Form von Verweigerung sein, wo man einfach etwas nicht macht, was eigentlich die Erwartung wäre. Auch das kann einen großen Impact haben. Und überhaupt, genau, gibt es sozusagen noch die Forschung zu Widerständigkeit und Widerstandsformen, die genau davon ausgeht, dass man auch im Kleinen durch Sabotageakte, durch den Entzug von Beteiligung genauso Protest ausüben kann. Und da arbeitet man dann eben nicht mit dieser Vermittlungsfunktion von Öffentlichkeit, die jetzt in meiner Definition eine größere Rolle spielt. Mhm. Mhm. Okay, kann man gleich auch nochmal gucken, was dann auch wirklich so besonders wirksame Funktionen oder besonders wirksame Formen von Protest auch sind, wenn ihr das so auch untersucht. Ihr heißt ja Institut für Protest- und Bewegungsforschung. Wo würdest du da das nochmal abgrenzen? Also was ist für dich? Ist Bewegung das neutralere, neutralere Begrifflichkeit? Weil Protest insinuiert ja, dass wir über etwas, wie du sagst, Widerständiges reden, und Bewegung wäre das Neutralere, oder was ist genau die Abgrenzung? Nee, ich würde sagen, Bewegung ist voraussetzungsvoller, weil das erstmal eine Stabilität über Zeit voraussetzt, und Protest kann sozusagen ganz spontan stattfinden, organisiert werden, ohne dass da mehr draus folgt. Aber eine soziale Bewegung ist eine Vernetzung von Gleichdenkenden oder zumindest ein gleiches Ziel verfolgenden Gruppen und wiederum kleinere Netzwerken, die eben über einen längeren Zeitraum stabil sind und die darauf hinaus wollen, dass ein sozialer Wandel stattfindet oder auch verhindert wird. Okay, also das Andauernde, das sich organisieren über einen Zeitraum auch hinweg. Was bringt denn überhaupt Themen ins Rollen? Also wie entsteht überhaupt so etwas wie ein, bleiben wir erstmal beim Protest. Da geht ihr ja bestimmt auch hin, so an den Nukleus. Wie kommt es überhaupt, dass sich sowas formiert? Also es gibt sozusagen einen Standardsatz in der Protestforschung, grievances are everywhere, protests are not. Das heißt, es gibt eigentlich überall Ungerechtigkeit. Das heißt aber noch lange nicht, dass es gegen diese Ungerechtigkeit auch überall protestiert wird. Das heißt, es braucht immer Menschen, die diese Ungerechtigkeit benennen und die dagegen etwas in Bewegung setzen. Und das heißt, der erste Punkt ist, es muss erstmal ein Bewusstsein geben von dieser Ungerechtigkeit. Das muss erstmal als etwas Ungerechtes kollektiv konstruiert werden. Und dann braucht es Menschen, die sagen, wir wollen dagegen angehen und die Voraussetzungen schaffen dafür, dass sich Menschen dagegen engagieren. Also das heißt,
wenn wir jetzt über Proteste sprechen, ganz konkret eine Demonstration anmelden, einen Aufruf starten, den verbreiten, einen Ort aussuchen, eine Zeit aussuchen, die Technik organisieren. Und das sind die Bedingungen, die erfüllt werden müssen, damit ein Protest überhaupt stattfinden kann. Und das kann sehr kleinteilig sein. Also ich kann auch einen Protest anmelden mit 2, 3 Freundinnen und Freunden, die ohne Verstärker und ohne Plakat und sozusagen ganz blank funktioniert. Und das kann eine Großdemonstration sein, wo mehrere hunderttausend Leute sind, die dahin transportiert werden müssen, die mobilisiert werden müssen und wo ich ein Bühnenprogramm entwerfe und ja, auch sicherstellen möchte, dass das auch in der Medienberichterstattung dann auch vorkommt. Dafür muss ich natürlich auch Arbeit leisten. Und da sieht man schon, so ein Protest kann ein sehr kleiner Aufwand sein, es kann aber auch ein riesiger Aufwand sein, den man auch eigentlich mit einer Organisation schon gar nicht stemmen kann, sondern da braucht man dann einen Zusammenschluss, ein Demonstrationsbündnis, dass das stemmt. Geht ihr sehr stark in eurer Forschung auch an die Anfänge von so einem Protest? Also schaut ihr auch zum Beispiel hin, sind das bestimmte Persönlichkeiten, die dann diese wahrgenommene Ungerechtigkeit auch sich schnappen und das dann auch adressieren? Oder ist es ein Thema, was euch in eurer soziologischen Brille weniger interessiert? Also das ist schwierig zurückzuverfolgen, woher kommt der Protest? Und es gibt Fälle, da kann man das relativ gut sagen. Da weiß man, es gibt einen Initiator, der hat an einem Ort einen Protest angefangen und der ist dann an anderen Stellen aufgegriffen worden. Das war bei den Hartz-IV-Demonstrationen so. Da gab es einen Menschen in Magdeburg, der hat gesagt, ich habe keine Lust auf diese Hartz-IV-Reform und starte hier jetzt meinen Protest. Und der ist dann an vielen anderen Stellen übernommen worden. Aber es gibt sozusagen ganz viele Punkte, da ist das sehr schwer zu rekonstruieren. Und dazu kommt ja auch noch, dass ja einzelne Themen über einen sehr langen Zeitraum sich entwickeln. Und wir wissen zum Beispiel schon seit den 70er Jahren, dass wir ein Problem mit dem Klima bekommen, wenn wir so weitermachen mit der Verbrennung von Fossilen. Und dagegen hat sich auch schon sehr früh Widerspruch geregt. Und der ist aber auch immer wieder leiser geworden und unsichtbarer geworden. Und das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, Greta Thunberg hat die Klimabewegung losgetreten, sondern da gab es natürlich an ganz vielen Stellen schon Leute, die aktiv waren, die gegen Kohlekraftwerke geklagt haben oder demonstriert haben, die im Verkehrssektor aktiv gewesen sind für eine Verkehrswende oder in der Landwirtschaft für eine Agrarwende. Das sind natürlich alles Elemente, die vorher schon eine Rolle gespielt haben und die jetzt in der Klimabewegung sozusagen zusammenkommen. Und insofern ist es in den meisten Fällen nicht wirklich rekonstruierbar, wo kommt das her, sondern wir wissen nur, viele Menschen kommen aus unterschiedlichen Motiven zu diesem Thema und schließen sich dann zusammen. Ja, man wird weder ihr noch dem Thema gerecht, wenn man das auf sie so fokussiert. Und trotzdem würden wahrscheinlich viele sagen, dass sie maßgeblich dieses Verständnis mitgeprägt hat oder nochmal ganz anders auf die Agenda gepackt hat. Genau, also das ist durchaus richtig, dass Personen immer wieder eine ganz starke Rolle spielen. Also das gerade, wenn man sich das im lokalen Raum ansieht, da werden Protestbewegungen von sehr wenigen Leuten getragen, die einfach über einen langen Zeitraum aktiv sind. Die kommen jetzt nicht in der Tagesschau vor oder stehen nicht auf der großen Bühne. Aber das sind die Leute, die dafür sorgen, dass mehrere Protestthemen über einen längeren Zeitraum beköchelt werden. Und genauso gibt es so charismatische Figuren, die dann auch in der Öffentlichkeit für ein Thema stehen und an denen wird das dann auch ausgehandelt. Die können das dann gut in der Öffentlichkeit vertreten. Die werden auch dafür angefeindet, dass sie das vertreten. Aber so unterschiedliche Figuren braucht es auch. Es braucht die Leute, die im Stillen die Netzwerke knüpfen oder die Organisationstalente sind und eben innerhalb von wenigen Tagen eine Bühne aufstellen können. Und eine Beschallung, dass 300.000 Leute mitbekommen, was auf der Bühne stattfindet. Also diese Leute braucht es alles, um tatsächlich einen Protest erfolgreich zu machen.
Ich bin hier neulich in den Genuss gekommen eines Vortrags von einem Professor für Kardiologie und da ging es auch um Epigenetik und so weiter, also ganz anderes Thema und was wir denn alles tun können, um gesund zu bleiben. Das war dann der bisschen blödere Teil, gebe ich ehrlich zu, aber und er sagte, naja, es ist ja ganz oft so, dass dann Menschen im mittleren Alter plötzlich irgendwelche Events haben, ja, irgendwelche Ereignisse und sagen, ich war immer gesund, ja, und dann ist dieser Mist passiert, was auch immer. Und er sagt, das ist natürlich nicht wahr, ja. Also hätten wir diese sogenannte gesunde Phase, die nur einfach die Abwesenheit von etwas augenfällig Krankhaften beschreibt, näher mal untersucht und beleuchtet, wären uns Dinge aufgefallen. Und vielleicht ist es auch hier so, dass wir sagen, dass ein bestimmtes Klima von Stimmung, von Meinung schon lange existiert, ja. Vielleicht schwelt mehr oder weniger laut und plötzlich bricht es aus, ja, weil es vielleicht Menschen gibt, weil es einen, nennen wir ruhig mal das Wort, sozialen Kipppunkt gibt, wo sich plötzlich etwas so seinen Bahn bricht. Ist das überhaupt eine Theorie, diese sozialen Kipppunkte, denen ihr nachgeht? Oder sagst du, ja, das ist jetzt so ein Begriff, der wird so ein bisschen hochgejazzt? Oder ist das wirklich so, dass wir sagen, da kulminiert was, da kommt was zusammen und dann bricht etwas aus? Also erstmal zu dem ersten Punkt würde ich sagen, eine wesentliche Funktion von Protesten ist ja auch tatsächlich einen Konflikt greifbar zu machen und dass man sich in einem Konflikt auch positionieren kann. Insofern stimmt es sicher, dass Haltungen sichtbar werden über Proteste, die vorher schon da gewesen sind. Also da ist ein gutes Beispiel dafür Pegida und das, was danach gefolgt ist. Also es gab immer schon 20% in der Bevölkerung, die eine rassistische Haltung haben und es gab sozusagen 20%, die für populistische Deutungen der Politik ansprechbar sind. Die waren aber sehr lange überhaupt nicht sichtbar und die sind mit den Pegida-Demonstrationen auf einmal auf der öffentlichen Bühne erschienen. Und das war auch für viele Leute, die sozusagen die Haltungen, die da gezeigt wurden, geteilt haben, auch eine Möglichkeit, aus dem Schatten zu treten und sich selbst auch zu positionieren und zu sagen, ja, das ist genau das, was ich richtig finde und da stehe ich dahinter. Das ist eine ganz wesentliche Funktion von Protesten und ich kann mich nicht so richtig anfreunden mit dieser Idee von Kipppunkten und das auf gesellschaftliche Zusammenhänge zu beziehen, weil das ja sozusagen in der ursprünglichen Bedeutung darauf anspielt, dass man einen Zustand erreicht durch das Kippen, der nicht mehr reversibel ist. Und das würde ich für Gesellschaft immer grundsätzlich in Frage stellen. Also es kann sozusagen symbolische Ereignisse geben, die tatsächlich alles verändern, wo man dann nicht mehr hinter zurück kann. Keine Ahnung, die großen Demonstrationen 1989, da war für die SED-Regierung klar, das wird schwierig, den Karren hier noch aus dem Dreck zu ziehen. Und da sozusagen wurde den Regierenden auch das Heft des Handelns aus der Hand genommen. Also solche Momente gibt es, die durch Proteste erreicht werden können. Die gibt es immer wieder. Die sind allerdings auch relativ selten. Also dass tatsächlich ein ganzes System zum Einstoß gebracht wird, das ist eher die Ausnahme als die Regel, aber trotzdem können Proteste eine ganz wichtige Rolle dabei spielen, wie die Menschen ihre Situation wahrnehmen und auch ihre eigenen Handlungsmöglichkeiten wahrnehmen. Und das sind dann vielleicht die Kipppunkte im Kleinen, dass ich merke, diese Demonstration, das ist etwas, wo ich meine Meinung sagen kann und wo ich jetzt nicht mehr nur zugucken muss, sondern wo ich tatsächlich auch als politischer Mensch sichtbar werden kann. Und idealerweise auch einen Unterschied mache. Ich kann das total deinen Zögern, was dieses Wort Kipppunkte betrifft, verstehen. Deswegen habe ich es ja auch so vorsichtig schon mal so eingebracht hier in der Moderation, weil es ja diese Idee hat, wie du sagst, des Unumkehrbaren. Also das ist jetzt so, ja, die Zahnpasta ist jetzt aus der Tube, die geht nicht mehr zurück. Und das ist ja ein komisches Bild, wenn wir auf soziale Gefüge schauen. Gleichzeitig ist es ja so, dass mit so einem großen Protest möglicherweise eine Qualität in den Diskurs kommt, die sich wieder zu etwas Neuem formieren wird, aber auch nicht so komplett
wieder verschwinden wird. Also sprich, wenn wir jetzt mal, kommen wir mal ganz konkret zu unseren aktuellen Protesten, die wir sehen können. Plötzlich ist es so, dass sich Landwirte ganz laut formieren. Also ich ziehe jetzt hier wirklich weder in dem einen noch in dem anderen Thema Stellung, sondern greife nur mal das Phänomen auf. Vielleicht bleibt da etwas zurück. Also vielleicht nicht im Sinne von, dass wir uns so oder so dazu positionieren, aber dass wir sagen, ah okay, das ist vielleicht doch ein bisschen neues Phänomen. Oder wenn wir nochmal größer schauen, die wirklich, wirklich eindrucksvollen Demonstrationen gegen Rechtsextremismus, glaubst du nicht, dass davon auch etwas zurückbleiben wird, egal wie lange diese Protestbewegung jetzt anhält oder auch nicht? Also mit anderen Worten, dass dann vielleicht die nächste Welle schneller entstehen kann, dass man sich schneller traut, auf die Straße zu gehen, dass man schneller größer wird. Also eher auf der Ebene, dass da etwas in ein Neues hineinkippt. Ja, unbedingt. Also die Bauernproteste sind das beste Beispiel dafür, weil ich glaube, die hätten in der Form nicht stattgefunden, wenn es nicht die Milchbauernproteste gegeben hätte oder die Proteste, ich glaube 2019 war das, von Landschaft Verbindung, wo ja auch schon so Trecker-Konvois durch das Land gezogen sind bis nach Berlin. Also da gab es etwas, auf das man sich berufen konnte. Und das ist jetzt zum Teil anders gefüllt worden. Also zum Teil geht es halt auch nicht mehr nur um Landwirtschaft. Aber auch das ist eine Besonderheit von Protest, dass man eben auch in den Protesten selbst Deutungskämpfe hat, wo unterschiedliche Fraktionen unterschiedliche Vorstellungen davon haben, um was es eigentlich geht bei dem Protest. Und dass dann immer die Frage ist, wer setzt sich damit durch? Aber natürlich haben Proteste eigentlich immer irgendeine Wirkung. Und wenn es nur ist, dass die Leute, die dabei gewesen sind, für sich festgestellt haben, ich kann sowas machen. Ich kann zur Polizei gehen oder zum Ordnungsamt und eine Demonstration anmelden und das funktioniert. Ich kann meine Rechte als Bürger, Bürgerin wahrnehmen. Aber natürlich hat es auch auf einer größeren Stufenordnung Effekte. Und das hängt dann mit den Kontexten zusammen, in denen Proteste wirken. Also, dass die Fridays for Future so eine breiten Wirkung hatten, hat auch damit zu tun, dass sich ganz viele Organisationen angefangen haben, damit zu beschäftigen, was ist eigentlich ihre Funktion und ihre Rolle in der Klimakrise, was haben sie bis jetzt getan, was können sie tun, um sich dagegen zu stemmen, dass in den Familien über die eigene Verantwortung in der Klimakrise gesprochen wurde. Das sind alles so Momente, wo das, was in Protesten gestartet wurde, in die Breite getragen wird und dann eben nicht mehr nur die Leute, die da bei den Protesten sind, betreffen, sondern sehr viel mehr Leute. Und das ist auch eine der Bedingungen dafür, dass Protest wirksam wird und erfolgreich ist. Oder man kann ja auch schon dieses Empowerment im Kleinen als einen Erfolg sehen, aber sozusagen gesamtgesellschaftlich erfolgreich sind sie dann, wenn es eben gelingt, über das eigene Milieu hinaus andere Akteure auch in Bewegung zu versetzen, zu einer Reaktion zu zwingen. Und das gelingt eben auch nicht bei allen Protesten. Und total schön, dass du das jetzt mal so auseinanderklamüsert hast hier für uns, denn das würde ja in der Konsequenz bedeuten, selbst wenn sich so eine Organisation, bleiben wir mal beim Beispiel Friday for Future, irgendwann auflöst und sind wir ehrlich, also mal gucken, wie lange sie es noch gibt oder in welcher Form, aber egal, nehmen wir es mal als Beispiel, wenn der Breiteneffekt da ist, ist das am Ende nicht mehr das Entscheidende, ob die Organisation noch besteht, weil die Wirkung ist da, die ist in den Köpfen, in den Menschen, in den Familien, wie du es beschrieben hast. Und dann ist es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, dass sich auf Basis dieses, nennen wir es mal Mindsets, wieder etwas Neues formieren wird, ne? Wenn ich das so richtig verstehe. Ja, also die Stabilität von Organisationen ist nicht das erste Ziel in sozialen Bewegungen, aber natürlich ist es hilfreich, auch über langen Zeitraum stabile Organisationen zu haben. Und da ist Fridays for Future auch wieder ein ganz gutes Beispiel, weil die Proteste hätten nicht diesen Wumms gehabt, wenn es nicht die großen Umweltorganisationen gegeben hätte und sozusagen langjährig erfahrene AktivistInnen, die sie dabei unterstützt hätten. Also die Fridays for Future alleine hätten das nicht gestemmt, sondern die sind eben
bei der Organisation von Räumen, von Ressourcen, sind die unterstützt worden, bei der Mobilisierung sind sie unterstützt worden und dadurch haben sie überhaupt erst diese Wirkung entfalten können. Und wenn da Organisationen wie der NABU oder der BUND dabei sind, die schon jahrzehntelang Arbeit machen in den Bereichen, dann ist das natürlich was, wo man sagen muss, die Stabilität von Organisationen hat auch einen eigenen Wert. Auf jeden Fall. Weil das eben auch Erfahrungen sind, auf die man sich stützen kann, weil solche Organisationen Ressourcen haben, die ihnen einen langen Atem erlauben in ganz vielen Themenbereichen. Also ob es jetzt darum geht, zu klagen gegen bestimmte Regelungen oder einfach ein Thema, auch wenn gerade keine Proteste stattfinden, auf der Tagesordnung zu halten und zu sagen, da arbeiten wir dazu und da müsst ihr euch mit auseinandersetzen. Also da gibt es dann ja auch Kanäle in die Politik oder in die Regierung und in die Verwaltung, die dann offen sind und die dann auch genutzt werden können. Also im Sinne von How to Protest, ja, so die Erfolgsformeln für Protest wäre durchaus auch zu gucken, wo sind vielleicht auch Organisationen, die schon länger unterwegs sind, die auf Erfahrung entsprechende Ressourcen verfügen. Was sind sonst so, auch wenn das vielleicht ein bisschen seltsam klingt, aber was sind vielleicht auch sonst Erfolgskriterien oder Kriterien, die einen Erfolg einer Bewegung wahrscheinlicher machen, die du benennen könntest? Ja, also das Erste ist, dass sie überhaupt wahrgenommen wird. Also, dass es ein gesellschaftliches Bewusstsein dafür gibt, dass es da eine Kraft gibt, die Veränderung einfordert. Und das alleine kann schon sehr viel bewirken, dass da klar wird, es gibt Druck auf dem Kessel, da muss was passieren. Und dann sozusagen haben Bewegungen ja in der Regel nicht kurzfristige Ziele wie die Abschaffung von einer gesetzlichen Regelung oder das Verbot von, keine Ahnung, Glyphosat, sondern das sind ja sehr viel tiefgreifendere Forderungen, die da verhandelt werden. Also jetzt, wenn man beim Glyphosat bleibt, es geht nicht um das Glyphosat, sondern es geht darum, eine nachhaltige Landwirtschaft zu formieren und zu ermöglichen durch politische Rahmenbedingungen, die gleichzeitig die Menschen in Deutschland und darüber hinaus ernähren kann. Und diese langfristigen Ziele, die kann man eben nur erreichen, wenn man eine gewisse Stabilität hat über Organisationen, über länger bestehende Netzwerke. Das ist insofern, glaube ich, auch tatsächlich ein Erfolgskriterium, dass es gelingt, über Zeit sozusagen aktive und handlungsfähige Strukturen aufzubauen. Und das müssen ja jetzt gar nicht unbedingt NGOs sein, das kann sich ja auch in der Parteienlandschaft fortsetzen. Also eigentlich sind fast alle großen Parteien bis auf die CDU und die FDP aus sozialen Bewegungen hervorgegangen oder sehr stark durch sie beeinflusst gewesen. Also die SPD ist aus der Arbeiterbewegung hervorgegangen, die Grünen aus den neuen sozialen Bewegungen in den 80er Jahren, die Linke ist eben sozusagen Überbleibsel aus der Arbeiterbewegung, aber dann erneuert worden durch die Sozialproteste 2004. Und auch die AfD würde es in der Form nicht geben, ohne die Proteste von Pegida. Also Parteipolitik ist ja immer auch ein Bezugspunkt von sozialen Bewegungen. Und zum Teil gibt es ja auch Akteure, die sozusagen mit einem Bein in einem dieser beiden Aktionsfelder stehen und die Arenen miteinander verbinden. Also Stabilität, Organisationsstrukturen als ein Enabler sozusagen, Stichwort Organisationsstrukturen. Was seht ihr phänomenologisch hinsichtlich Entscheidungsfindung? Wie wird das organisiert in Protesten? Also ich hätte jetzt mal einfach so die Hypothese, dass das ein schwieriges Thema ist. Ja, wie werden dort Entscheidungen getroffen? Und auch etwas, wo ich zugeben muss, wo ich wenig Einblick habe. Ist das etwas, was ihr untersucht? Wie wird in Protestbewegung Entscheidung getroffen? Wie ist man da mutmaßlich sehr partizipativ unterwegs, vielleicht aber auch genau nicht? Ja, wir haben dazu tatsächlich ein Forschungsprojekt gehabt, wo wir uns das für verschiedene Organisationen und Netzwerke der globalisierungskritischen Bewegung angeguckt haben. Und das ist jetzt ja ein sehr spezifischer Ausschnitt von
sozialen Bewegung. Also das sind eher Graswurzel-Initiativen gewesen, die sich da zusammengeschlossen haben. Und da haben wir sozusagen in den Initiativen selbst geguckt, aber auch in den Netzwerktreffen, die hatten. Und das sind natürlich zwei ganz unterschiedliche Bedingungen, weil auf der einen Seite hat man eine über Zeit stabile Gruppe, sozusagen mit relativ klar herausgebildeten Rollen. Aber das Ideal ist in allen diesen Zusammenhängen, sind Konsensentscheidungen und die Beteiligung von allen, die betroffen sind. Also dass sozusagen jetzt nicht Einzelne eine Entscheidung für alle anderen treffen, sondern dass Entscheidungen gemeinsam getroffen werden und dass man am Ende nicht idealerweise nicht nach Mehrheitsprinzip, sondern im Konsens entscheidet und nur Aktionen startet, die auch von allen getragen werden. Und das funktioniert zu großen Teilen auch ganz gut, aber natürlich hat man auch in Bewegung widerstreitende Interessen. Man hat sozusagen Interessen von einzelnen Organisationen, die aber ihr Thema unbedingt durchbringen wollen. Man hat sozusagen unterschiedliche gesellschaftliche Machtverhältnisse, die eine Rolle spielen, also Klasse ganz offensichtlich, Geschlecht, aber Rassismus spielt natürlich auch eine große Rolle, so dass natürlich wir keinen herrschaftsfreien Raum haben in sozialen Bewegungen, aber zumindest Leute, die sich an diesem Ideal messen lassen und das Ideal haben. Also genau, das ist sozusagen, kann man jetzt für diesen Teil sagen, aber wenn in einem Demonstrationsbündnis große Player drin sitzen, wo klar ist, wo alle wissen, die tragen jetzt den Großteil der Kosten, dann ist auch klar, dass sozusagen mit der Gleichheit von allen Beteiligten das nicht immer so weit her ist und dass es da durchaus natürlich Unterschiede gibt. Aber trotzdem gilt auch da, glaube ich, für Demonstrationsbündnisse das Konsensprinzip als Ideal. Als Ideal. Genau. Also, aber das gilt natürlich auch nicht für alle sozialen Bewegungen. Also in sozialen Bewegungen von rechts funktioniert das ganz anders. Da gibt es Gruppen, die haben Führerprinzip. Da gibt es auch gar nicht so das Bedürfnis, sich an allem zu beteiligen, weil das ist ja auch viel Arbeit. Also Demokratie im Kleinen zu praktizieren, alles auszudiskutieren und für und wider abzuwägen mit allen zusammen, das kostet natürlich auch viel Zeit. Wollte gerade sagen, also steht das manchmal der Wirksamkeit entgegen? Also wird da auch manchmal so ein Trade-off stattfinden in Protestbewegungen? Also das, was du jetzt sagst, kann ich total nachvollziehen. Hört sich für mich auch super plausibel an. Nur das ist ja schon auch unter Umständen so ein Interessengegenspiel, dass man sagt, man will jetzt wirklich Dinge voranbringen, aber das Konsensprinzip bremst uns hier gerade so ein bisschen aus. Ist das was du sehen kannst oder so diese Spannung? Diese Friktion, die da vielleicht entstehen kann? Soziale Bewegung zeichnet ja aus, dass sie ein gemeinsames Ziel haben. Und das Ziel ist eigentlich häufig sehr stark, steht sehr stark im Vordergrund. Das ist auch was, auf das man sich berufen kann, wenn es droht, sozusagen sich ewig hinzuziehen mit einer Entscheidungsfindung. Gleichzeitig gibt es auch sozusagen Versuche, das ganz anders zu organisieren, wie die letzte Generation, die sagt, wir wollen keine Basisdemokratie, sondern bei uns gibt es einen kleinen Kreis von Leuten, die sich eine Strategie überlegen, die sich überlegen, welche Aktionen stattfinden sollen und die dann die anderen anweisen darin, wie diese Aktionen durchgeführt werden. Also es ist genau der Versuch, dieses Konsensprinzip und die Trägheit der Entscheidungsfindung zu umgehen. Greenpeace ist vielleicht auch noch so ein Beispiel, wo es eine sehr bewusste Entscheidung gibt. Wir wollen eigentlich eher funktionieren wie ein Unternehmen und mit einer ganz klaren Führungsstruktur. Und das ist ja dann auch gut, dass die Leute wissen, woran sie sind. Dann sozusagen gibt es keine Zweifel daran, wie die Organisation funktioniert. Und wenn man Basisdemokratie will, dann geht man zu Robin Wood und nicht zu Greenpeace. Und insofern gibt es schon unterschiedliche Modelle in Bewegungen. Aber es gibt sozusagen immer die Herausforderung, also gerade wenn wir über Bewegung sprechen als Netzwerke von Netzwerken, dann gibt es immer die Notwendigkeit, in irgendeiner Form auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen.
Und das lässt sich dann nicht umgehen, dass es da Abstimmungsprozesse gibt und eine Form von Entscheidungsfindung, die dann, glaube ich, in vielen Fällen auch sehr pragmatisch gehandhabt wird. Auch weil es dann am Ende Leute sind, die sich schon länger kennen, die sich dann immer wieder zusammenschließen. Und da weiß man sozusagen, was sind die Triggerpunkte bei den anderen, worüber sprechen wir lieber nicht und wie finden wir schnell zueinander. Also die Organisationsform darf dann auch irgendwie zum Protestzweck passen. Also ich sag mal, was du ja eben auch schilderst, dass Partizipation gerade in den Protestbewegungen, die du aufgeführt hast, auch vermutet werden. Und trotzdem sehen wir Unterschiede. Siehst du, um noch ein letztes Mal da reinzustechen in diese kleine Blase, siehst du auch sowas wie so soziokratische Formen, also dass man sagt, man hat hier Kreise, die für jenes Thema Entscheidungsbefugt sind, kompetent sind und jene. Also gibt es auch solche Organisationsformen? Die gibt es auch, ja. Also und ich glaube auch, dass sehr viele Innovationen, was demokratische Entscheidungsfindung angeht, in sozialen Bewegungen ausgedacht worden sind. Also sehr viele Formate des Austauschs, der Konsensfindung, der Entscheidungsfindung sind aus Experimenten in sozialen Bewegungen hervorgegangen. Und ich weiß es jetzt für die Soziokratie gar nicht bestimmt, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch so einen Bewegungshintergrund hat. Das ist ja das Schöne auch an sozialen Bewegungen, dass sie eben auch so offen sind, dass da auch immer wieder neue Leute zusammenkommen und für sich auch Sachen neu erfinden und neue Ideen entwickeln, die dann zum Teil auch weitere Kreise zieht und in anderen Gesellschaftssegmenten auch Anwendung findet. Also auch die sozusagen postfordistische Produktionsweise, könnte man ja sagen, ist auch durch den Impuls von sozialen Bewegungen, sozusagen diese anti-hierarchische Impulse, mit beeinflusst gewesen. Also da, das ist ja auch die Kritik aus den sozialen Bewegungen heraus, dass man da auch einen Anteil daran hat, den Kapitalismus zu modernisieren. Aber das gehört sozusagen dazu, dass man etwas Neues in der Gesellschaft schafft und dass das dann sozusagen von anderen Akteuren auch ganz anders eingesetzt werden kann. Ja, klar. Es ist dann schon auch wieder eine emanzipatorische Kraft, die man dann letzten Endes auch sehen kann, die sich da irgendwie offenbart. Also ich glaube, spätestens jetzt ist klar, dass der Zusammenhang zwischen Protestbewegungen und Organisationsstrukturen total auf der Hand liegt. Also dass es wirklich sinnhaft ist, da auch mal hinzugucken oder die Querbezüge festzustellen. Und dann bringe ich nochmal ein neues Stichwort rein, was wahrscheinlich viele sich jetzt auch schon die Frage stellen, was hat denn das mit Digitalisierung zu tun oder auch soziale Medien? Bleiben wir erstmal bei Digitalisierung. Inwieweit hat das denn nochmal die Protestszene verändert? In welche Richtung? Das würde mich wirklich interessieren. Ja, vielleicht bleiben wir direkt bei dem Aspekt von Organisation, weil erstmal an der Oberfläche ist ja ganz klar, Proteste werden stärker sichtbar über soziale Medien oder die Art, wie wir Proteste wahrnehmen, ist sehr viel stärker über soziale Medien. Aber auch die Art, wie Proteste organisiert worden, hat sich sehr stark verändert, dadurch, dass soziale Medien oder elektronische Medien aufgekommen sind. Also zum einen haben E-Mails ganz wesentlich dazu beigetragen, dass sich transnationale Bewegungen so entwickeln konnten, wie sie das haben, Ende der 90er Jahre. E-Mails, Foren, Webseiten sind ganz wesentliche Faktoren gewesen für Transnationalisierungsentwicklung, dass man überhaupt Kämpfe an anderen Stellen auf der Welt wahrgenommen hat, aber dass man auch konkret mit den Leuten Kontakt aufnehmen konnte, dass man sich austauschen konnte und auch gemeinsam dann zu Protesten mobilisieren konnte, also in der globalisierungskritischen Bewegung zu den großen Gipfeltreffen, zu den Treffen von Welthandelsorganisationen und Weltbank oder zum Weltsozialforum in Brasilien als Gegenmodell zu dem World Economic Forum in Davos. Das hätte nicht funktioniert, wenn es nicht diese elektronischen Möglichkeiten der Kommunikation gegeben hätte und des regelmäßigen Austauschs, wo tatsächlich dann auch inhaltliche Debatten über E-Mails, über Foren geführt worden sind und sozusagen damit eine Voraussetzung geschaffen wurde, um überhaupt einen gemeinsamen Protest zu entwickeln. Und soziale Medien haben jetzt
die Organisation von Protest nochmal dadurch verändert, dass sie diese früher sehr wichtigen Protestgruppen, die sich wirklich regelhaft treffen, die gemeinsam entscheiden, diskutieren, was ist wichtig, wie soll der Flugzettel aussehen, den wir verteilen. Diese Art von Organisation ist ergänzt worden durch Form von elektronischer Organisation. Also es gibt Proteste, die rein über Facebook, über Twitter organisiert worden sind, wo es sozusagen gar keine real existierende Organisation gab. Also was heißt, in dem Moment ist es ja eine real existierende Organisation, wo sich Leute über Social Media zusammenschließen. Aber es gab sozusagen keine lange bestehende Organisation dahinter, die das irgendwie angeleitet hätte oder ins Rollen gebracht hätte, sondern das waren Menschen, die sich auf sozialen Medien zusammengeschlossen haben. Also die Platzbesetzung zum Beispiel 2013 in Ägypten, weniger als in Spanien und in Griechenland, die sind auf solche Organisationsstrukturen zurückzuführen. Pegida genauso, oder vorher gab es sozusagen Nein zum Heim Facebook-Gruppen, die lokale Proteste organisiert haben. Das sind alles Formen von Organisationen, die neu dazugekommen sind und die zum Teil eben auch die althergebrachten Formen von Organisationen von Protesten in Frage gestellt haben. Siehst du da auch andere Zyklen an Entwicklung von vielleicht wieder Unterbewegungen? Weil das, während ich dir so zuhöre, dachte ich auch, naja, also klar, einmal ist es ein wahnsinniger Hebel für das wirklich organisatorisch, für das praktische Tun, für das Vernetzen, aber auch, dass sich neue Meinungsspektren entstehen lassen aufgrund dieser Netzwerkstrukturen, dass dann also so Proteste in Unterprotestformen zerfallen, wäre jetzt meine Vermutung, dass sowas auch schneller geschieht, dass da eine höhere Dynamik noch ist. Ja, also erstmal wollte ich noch ergänzen, es gibt sozusagen ja noch die dritte Welle mit den Messengern, die ja auch für Proteste sehr schnell entdeckt worden sind, ob das jetzt WhatsApp ist oder Telegram, die auch nochmal eine andere Form von Kommunikation und auch eine andere Form von Öffentlichkeit nochmal ermöglicht haben. Und ja, ich denke schon, dass darüber auch andere Themen nochmal aufgekommen sind. Woran man das sehr gut sehen kann, ist an Verschwörungserzählungen. Also früher waren das irgendwie so einzelne Spinner, die man in der Kneipe getroffen hat oder die, ich weiß gar nicht, ob die sich selbst auch physisch getroffen haben, aber ich glaube, dass die Konjunktur von Verschwörungserzählungen sehr stark durch soziale Medien beschleunigt worden ist. Und das kann man ganz klar ja sehen für Verschwörungserzählungen rund um Corona, die über YouTube-Videos verbreitet worden sind, aber auch sehr stark über Messenger-Dienste, auch mit der Möglichkeit eben dann YouTube-Sperren zu umgehen und dann das auf anderen Wegen zugänglich zu machen, das Material. Das hat eine enorme Breitenwirkung gekriegt und sozusagen die Menschen, die das früher für sich gedacht haben, aber kein Ventil hatten oder keinen Ort, um das öffentlich zu machen, haben damit eine Form gefunden. Sieht man auch in der deutschen Protestlandschaft, zuerst mit den Montagsmahnwachen, wann waren das? Also als Russland die Krim annektiert hat, gab es eine Protestwelle, wo sozusagen ein Eingreifen von der NATO oder dem Westen im Allgemeinen verhindert werden sollte und wo sozusagen man sich sehr stark auf die Seite von Russland geschlagen hat. Und da war das sehr offensichtlich, dass da sozusagen antisemitische Verschwörungserzählungen eine Rolle gespielt haben, antiwestliche Verschwörungserzählungen eine Rolle gespielt haben und da tatsächlich auch Verbreitung gefunden haben unter Menschen, die vorher vielleicht gar nicht so gedacht haben. Und da sieht man auch noch, dass es komplizierter wird dadurch, dass es international dann auch nochmal Regierungsakteure gibt, die ein Interesse daran haben, dass sich solche Verschwörungserzählungen verbreiten. Also die russische Regierung setzt natürlich alles daran, dass zum Beispiel in Deutschland die Erzählung sich verbreitet, dass bei uns die Lichter ausgehen, wenn wir kein Gas mehr aus Russland beziehen. Und das ist natürlich was
auch in Protesten eine Rolle gespielt hat, wo Proteste sich auch aus solchen Ängsten gespeist haben. Ich bleib nochmal bei dem Punkt, also kann man vielleicht sagen, oder ist es jetzt vielleicht auch ein bisschen sehr einfach, dass die Art und Weise, wie digitale Medien, wie du hast auch Messenger-Dienste aufgeführt, dass die einerseits natürlich einen totalen Schub geben für Protestbewegungen, also wirklich nochmal die Dynamik enorm befeuern, aber möglicherweise auch dazu führen, dass sich Bewegungen dann wieder zersplittern, zerfasern, in Untergruppen aufteilen? Oder würdest du sagen, das ist jetzt zu einfach gefasst? Das kann so sein, es muss aber nicht unbedingt so sein. Also was ja offensichtlich ist, es gibt eine erhöhte Konkurrenz um öffentliche Aufmerksamkeit, dadurch, dass jetzt sehr unterschiedliche Gruppen die Möglichkeiten nutzen. Und das ist vielleicht auch nochmal auf der technischen Ebene ja auch nochmal ein Unterschied zu früher, wo man sich zweimal überlegt hat, ob man seinen Fotoapparat, der 300 Mark gekostet hat, auf eine Demonstration mitnimmt, wo es vielleicht Stress gibt. Heute haben alle ihre Smartphones dabei, können selbst streamen von einer Demonstration und das sozusagen direkt an eine Weltöffentlichkeit vermitteln, was da passiert. Das ist natürlich auch ein enormer Demokratisierungsgewinn, dass da die Menschen die technischen Möglichkeiten haben, um sich sichtbar zu machen und sich Gehör zu verschaffen. Wenn ich dich jetzt so ganz persönlich fragen würde, bleiben wir mal bei dem aktuellen Beispiel Demonstrationen gegen Rechtsextremismus, der sich ja jetzt hier innerhalb kürzester Zeit wahnsinnigen Zulauf erfährt. Hättest du das so eingeschätzt, als das losging? Also bleiben wir ruhig nochmal bei dem Moment, als diese Korrektivveröffentlichung publik wurde. Hättest du das so eingeschätzt oder bist du selbst überrascht von der Wucht? Nö, das ist so ein Punkt, wo man sagen muss, es ist schon gut so, dass Soziologen nicht in die Zukunft gucken. Also ich hätte mich da wahrscheinlich jetzt nicht positioniert, was da draus wird, aber dass das sozusagen diese Wucht annimmt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also vor allen Dingen, dass das auch über einen längeren Zeitraum gelingt, so viele Leute auf die Straße zu bringen und dass das dann auch nicht nur in den Metropolen stattfindet, sondern wirklich in kleinen Im Orten. Im ländlichen Raum also, auch. Mhm. Und das ist tatsächlich auch das, was einen Unterschied macht. Also dass es tatsächlich in der Fläche auch spürbar geworden ist und dass es auch da für die Menschen eine Möglichkeit gewesen ist, sich zu positionieren und zu sagen, ich gehe da jetzt mit auf diese Demonstration, nachdem ich die ganze Zeit zugeguckt habe, wie das immer schlimmer wird und wie sozusagen die AfD und die extreme Rechte ja die Deutungshoheit in vielen Feldern übernommen haben und die anderen Parteien vor sich hertreiben. Also so eine Dynamik ist einfach nicht vorherzusehen. Und das ist das Besondere an Protestbewegungen, dass sie nicht berechenbar sind, sondern dass das ja immer die Summe von individuellen Kalkülen sind. Gehe ich jetzt auf diese Demonstration oder nicht? Ist das ein Ort für mich, um sichtbar zu werden und um meine politische Meinung zu vertreten oder nicht. Und das hängt sehr davon ab, wie ich das in meinem Umfeld wahrnehme. Ist das etwas, über das gesprochen wird? Ist das etwas, das ich in der Medienberichterstattung sehe? Und wenn das alles der Fall ist, wenn ich das Gefühl habe, da kommt man eigentlich im Moment gerade nicht vorbei, dann erhöht sich auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich selbst dran beteilige. Und da können wir auch nochmal rüber zu den Organisationen oder zu den Unternehmen schwenken, weil das war ja jetzt auch ganz spannend zu sehen, dass plötzlich auch Unternehmen anfingen, sich zu positionieren. Ja, dass sie, also ich weiß, dass viele erstmal so zurückhaltend waren, aber es ging recht schnell, dass dann so die ersten Unternehmen kamen, die gesagt haben, nie wieder ist jetzt und so weiter. Und plötzlich kippte das, ja, ich bleib mal bei dem Wort kippen, dass man eher den Eindruck hatte, die Unternehmen, die sich jetzt nicht positionieren, positionieren sich. Ja, weiß ich, wie du das aus deiner Brille beobachtet hast. Ja, das ist, ich glaube, für Deutschland tatsächlich auch noch eine recht junge Entwicklung. In den USA sieht das ganz anders aus. Da hat man sehr viel früher schon politische Positionierung durch Unternehmen gehabt. Und zum Teil sind die auch erzwungen worden. Also ganz konkret durch wir haben Ideen. entweder Proteste oder ja, tatsächlich ökonomischen Schaden,
Ich glaube, Boykottaufrufe sind das in den seltensten Fällen, aber wenn es ein Gerichtsverfahren gibt, wo eine schädliche Unternehmenspraxis verurteilt wird und die Strafen in den USA sind ja deutlich höher als hier, dann ist das schon durchaus dazu gekommen, dass die dann auf die Politik zugegangen sind und gesagt haben, reguliert uns doch mal. Also da sind Unternehmen, glaube ich, sehr viel früher politische Akteure gewesen, als es in Deutschland der Fall war. In Deutschland sind natürlich Unternehmen auch politische Akteure insofern, als sie Einfluss nehmen auf politische Entscheidungen. Aber dass sie sich sozusagen zu gesellschaftspolitischen Themen positionieren, das ist eine relativ neue Entwicklung, so in meiner Wahrnehmung. Ist auch ein Erfolgserlebnis, würde ich sagen, für die Leute, die da auf der Straße waren, dass das eben weitere Kreise zieht. Ähnlich gab es das ja auch bei den Fridays for Future, dass sich da immer mehr Unternehmen auch genötigt gefühlt haben, sich zu positionieren. Und da sieht man dann auch schon, dass das auch sehr ambivalent sein kann, weil das ist jetzt vielleicht schick, das zu behaupten, dass man klimaneutral ist. Aber wenn man dann genauer hinguckt, sind sozusagen die Produktionsabläufe nicht klimaneutral, sondern sie sind kompensiert und die Kompensationsmechanismen funktionieren in vielen Fällen auch nicht so richtig. Und dann bleibt sozusagen von den grünen Werbeversprechen nicht mehr so viel übrig. Das ist dann sozusagen in Bezug auf das Demokratiethema abzuwarten, was das für Unternehmen bedeutet, die heute sagen, sie wollen nicht, dass die AfD an der Regierung ist. Mhm. Was sie dann machen, wenn die AfD wirklich an der Regierung ist. Ja, also wird man sehen, dass hoffentlich wenig Political Washing eintritt. Ja, das wäre ja sozusagen die Analogie, dass man sich jetzt positioniert, weil man sich einfach positionieren muss, weil es salonfähig ist oder nicht nur das, weil es erwünscht ist, sozial erwünscht ist. Aber wenn das nicht durch entsprechende Haltung und Handlung vor allen Dingen abgedeckt ist, dann ist es ja irgendwie ein ungedeckter Scheck, der dann auch auffliegen kann. Ich finde es persönlich sehr interessant. Ich hätte mich auch vertippt, zumindest anfangen. Es ist, da bleibe ich auch nochmal bei dem Kippen. In meiner Beobachtung so, wenn bestimmte Player hinsichtlich Größe und Relevanz den Move machen, ja, den Schritt machen, sich zu positionieren, wie man so diese Kaskade beobachten kann, ja, so ein Domino-Effekt, wie dann wirklich, wobei Domino nicht gut ist, weil es ja umfallen, aber du weißt schon, was ich meine. Das ist so ein so ein Impuls gibt, Richtung andere Unternehmen sich da auch zu äußern. Mhm. Ist es was, was du auch so sehen würdest, dass du sagst, ja, in unseren Protestbewegungen, es gibt schon immer so wichtige vielleicht Player oder Organisationspunkte, wo man sagt, da, wenn da was passiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, mehr können wir ja nicht sagen, relativ hoch, dass es dann in den nächsten Schritt geht. Ja, ich würde sagen, es sind nicht einzelne Personen und auch nicht einzelne Organisationen, sondern eher die Frage, wie wird das in meinem Umfeld diskutiert? Also ist das ein Thema, unterhalte ich mich über eine Demonstration mit Leuten in meinem persönlichen Umfeld, ja oder nein, in meinem politischen Umfeld? Und dann kann es sein, dass eben der Eindruck entsteht, da kommt man eigentlich gar nicht so richtig drumherum in bestimmten Milieus. Das gilt ja natürlich nicht für alle Leute, sondern nur für bestimmte Milieus, in denen das dann relevant wird. Aber ich glaube, das ist eher so ein Gefühl dafür, da das wird groß und das wäre gut dabei gewesen zu sein. Hm. Und also es wird ja dann auch nicht aus irgendeinem Grund groß, sondern weil es tatsächlich gerade fällig ist. Also ob das jetzt die großen Klimastreiks waren oder jetzt die Demonstrationen gegen Rechtsextremismus, die sind ja auch zu einem Zeitpunkt entstanden, wo viele Leute einfach das Gefühl hatten, hier werden reihenweise die Pflöcke rausgezogen, die mal eingeschlagen waren gegenüber der extremen Rechten und das kann nicht so weitergehen. Also dieses Gefühl hatten, glaube ich, sehr viele Leute und diese Demonstrationen sind jetzt einfach eine Gelegenheit gewesen und ein Anlass, um sichtbar zu machen, dass man das so nicht mittragen will. Mhm.
Also es ist nicht nur die schiere Gruppendynamik, sondern auch das tatsächliche Ziel, was oder das Thema, was einfach auch seine Relevanz jetzt einfordert. Wenn wir, du hast eben mal so ein Wort platziert hier, das kennen viele, die Good Work hören, glaube ich, schon ganz gut, nämlich Graswurzelbewegung. Ja, das wird ja auch im Organisationskontext durchaus mal hier und da verwandt. Also hat ja so diese Idee von, dass von unten, ja, in Anführungszeichen, also aus der Mitte der Belegschaft sozusagen der Mitarbeitenden etwas formiert wird. Wenn jetzt Menschen zuhören, die sagen, ah, wir sind da gerade so am Start, sowas zu formieren innerhalb eines Unternehmens, nicht um das zu stürzen, ja, sondern sind wir vielleicht weniger in einem richtigen Protest. Bleiben wir mal beim Wort Bewegung. Was würdest du sagen? Was sind so Ingredienzen? Was sind so Dinge, die ein bisschen mehr Aussicht auf Erfolg geben? Wir haben ja so ein paar schon rausgearbeitet, aber wenn wir das jetzt mal so übertragen, stellen wir uns einen mittelgroßen Konzern vor und da gibt es hinsichtlich der Arbeitskultur eine gewisse, sagen wir mal, Unstimmigkeit und da gibt es so erste Graswurzelbewegungen. Wenn du Teil so einer Bewegung wärst, auf was würdest du achten? Das ist jetzt für mich schwierig zu beantworten, weil Unternehmen jetzt nochmal ein ganz besonderer Kontext sind, der, glaube ich, anders funktioniert als Protest in gesellschaftlichen Zusammenhängen. Wenn ich was sagen müsste, wäre das wahrscheinlich, weil Unternehmen ja hierarchisch aufgebaut sind, zu gucken, ob es Verbündete gibt, in die möglichst weit oben in der Hierarchie stehen, dass man sozusagen nicht alleine das von unten bewegen muss, sondern am Ende umgesetzt werden muss es von oben in der Regel. Und das ist wahrscheinlich nicht immer zwingend, wenn man das nur einfordert. Ein anderer Punkt wäre tatsächlich auch Konfliktbereitschaft zu signalisieren und zu sagen, das ist jetzt ein Thema, das ist uns wichtig und das kann nicht unbearbeitet bleiben. Und da vielleicht so die richtige Mitte zu finden, auf der einen Seite Verhandlungsbereitschaft, auf der anderen Seite aber eben auch Konfliktbereitschaft zu zeigen und zu überlegen, in welcher Form lässt sich das gut kommunizieren. Also wie kann man sozusagen in der betrieblichen Öffentlichkeit dieses Thema platzieren, ohne die Leute so vor den Kopf zu stoßen, dass sie sozusagen Reaktanz ausbilden und damit gar nichts mehr zu tun haben wollen, aber auch gleichzeitig deutlich zu machen, dass das ein konflikthaftes Thema ist, das vielen Menschen am Herzen liegt. Das würde ich sagen, sind so die Punkte, die mir einfallen würden. Es gibt ja immer wieder Beispiele, wo sozusagen Impulse, wo ich jetzt auch wieder sagen würde, aus sozialen Bewegungen auch in Unternehmen Einfluss gewonnen haben. Also alles, was Gleichstellung angeht, natürlich gibt es dann am Ende eine gesetzliche Regelung, die das sozusagen unumgänglich macht. Aber das ist natürlich auch eine Möglichkeit, eine Haltung in der Belegschaft unter dem im Führungspersonal auch einzuklagen. Genauso, also das sozusagen viel bearbeitete Thema Diversity Management, das ist ja auch ein schmaler Grat, sozusagen, ob man jetzt nur bunte Werbebilder produziert oder ob man Menschen mit Migrationsgeschichte zum Beispiel oder Transpersonen oder schwulen, lesbischen Menschen signalisiert, nee, wir wollen, dass ihr bei uns arbeitet und wir wollen euch auch eine sichere Arbeitsumgebung schaffen und wir nehmen auch sozusagen die gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnisse, die auch in unsere Unternehmen reinragen, ernst und versuchen, damit umzugehen in der Form, die euch einen sicheren Raum schafft. Was mit dem Thema Entscheidung? Also wenn wir da, du hattest ja auch, wir hatten ja eine größere Strecke auch über das Thema Entscheidung getroffen. Ist das auch was du sagst, was Graswurzelinitiativen idealerweise schnell für sich klären, wie sie das organisieren? Also ich glaube, das ergibt sich relativ organisch, wenn man zusammenkommt. da gibt es jetzt, glaube ich, kein Erfolgsrezept, wie man das gut macht. Aber also gerade wenn es nur was ist, was sich von unten entwickelt, dann tut man wahrscheinlich gut daran, dass man versucht, eine Entscheidung in der Form zu finden, dass sich alle, die Teil von dieser
Initiative sind, auch mitgenommen fühlen. Und das muss dann am Ende nicht unbedingt auf ein Konsensprinzip hinauslaufen, aber genau, sozusagen, selbst wenn es das formal nicht ist, steuert man das am Ende schon irgendwie auch an. Lasst uns entscheiden, wie wir entscheiden wollen. Genau. Quasi. Zum Ende nochmal, was, weiß gar nicht, ob ihr da drauf schaut, ihr seid Soziologen oder du bist Soziologe, aber gibt es vielleicht ist die Frage auch zu groß, ich probiere es trotzdem mal, Motivatoren, was den Menschen psychologisch dazu bringt, sich in einen Protest einzuklinken? Gibt es da gute Erkenntnisse zu? Gibt es da bestimmt Erkenntnisse zu? Ja, du hast schon recht, das ist jetzt nicht mein Feld. Ja. Aber also es gibt ja Motivatoren. Was wichtig ist, sind tatsächlich persönliche Netzwerke. Also kenne ich Menschen, die für die das wichtig ist, die das diskutieren, die zu einem Protest gehen oder das in Erwägung ziehen. Und wenn es diese Menschen gibt, dann ist es für mich selbst auch wahrscheinlicher, dass ich mich engagiere. Und ansonsten ist natürlich die Frage, es gibt ja immer 1000 Themen, welches Thema ist gerade sozusagen, welches liegt gerade in der Luft? Das hat natürlich auch einen ganz stark motivierenden Charakter, wenn ich das Gefühl habe, jetzt ist gerade der Moment, wo ich bei einem Thema einen Unterschied machen kann, indem ich auf die Straße gehe. Mhm. Also dann hat das auch einen enorm motivierenden Charakter. Oder wenn ich in der Vergangenheit schon mal die Erfahrung gemacht habe, über Protest wirksam geworden zu sein. Oder tatsächlich auch einfach nur ein positives Gemeinschaftserlebnis beim Protest gehabt zu haben. Das kann auch schon ein ganz starker Motivator sein, dann das nächste Mal wieder hinzugehen. Das, genau die beiden Punkte, die du jetzt aufgezählt hast, hatte ich so im Kopf, ob die auch eine Rolle spielen. Und ich wäre jetzt ja hochgradig plausibel, dass das so ist, ja. Also, dass ich wirksam erlebe, also mich als wirksam erlebe, als Selbstwirksamkeit, dass ich eingebunden bin. Das ist ja starke Treiber für unser Verhalten. Ich nötige dir zum Ende unseres Gesprächs keine Einschätzung ab, wie es weitergeht. Kein mit dieser Blick in die oder jene. Es würde sich eigentlich logischerweise anbieten. Wir haben schon ganz viel jetzt aus dem Gespräch mit dir, denke ich, lernen können, inwieweit da Querbezüge sind. Spannender Gedanke, dass also ganz vieles, was wir auch in der Organisationssoziologie sehen, wahrscheinlich sich auf irgendeine Art von Protestbewegung zurückführen lässt. Ich spiele gern mit dem Begriff neu und gut. Was ist gut daran, dass wir eine breite Form der Protestbewegung jetzt sehen? Also nicht inhaltlich gesprochen, sondern auf der phänomenologischen Ebene. Wofür ist das vielleicht ein positiver Ausdruck für dich? Gut ist, dass es eben Ausdruck einer lebendigen Zivilgesellschaft ist, dass die Menschen eben nicht abwarten, dass irgendwas passiert, sondern dass sie ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen und die Bedingungen, in denen sie leben, selbst gestalten wollen und zum Teil eben auch können. Also das, denke ich, ist eine ganz wesentliche Funktion von Protesten, dass sie eben gesellschaftliche Strukturen verändern kann und auch eingefahrene Muster, wie man die Welt sieht, neu definiert und da neue Angebote macht dafür. Was ist neu an der Art und Weise, wie wir Protest gerade erleben? Also gut, was ist neu? Es ist ja alles relativ, aber was relativ neu ist in Deutschland, ist tatsächlich, dass es eine sehr agile soziale Bewegung von rechts gibt und auch eine sehr handlungsmächtige, die in Teilen des Landes tatsächlich auch dazu beiträgt, dass es eine sehr starke Deutungshoheit im Alltag gibt durch die extreme Rechte, dass es eine Hegemonie gibt von rechts und dass sehr viel in Reaktion auf diese Proteste geschieht. Also dass Regierungshandeln sehr stark darauf ausgerichtet ist oder zumindest daran orientiert ist, wie das da, auf welche Resonanz das da stoßen könnte. Und das ist tatsächlich auch, glaube ich, für die Wahlergebnisse der AfD eine große Rolle spielt, dass es im Alltag die AfD-Themen einfach über Proteste sehr präsent sind.
Das ist neu und natürlich ist auch neu, wie Protest organisiert wird, über Messenger, über soziale Medien und sozusagen die ganze Konstellation, wie über Protest öffentlich diskutiert wird, hat sich in den letzten 10 Jahren dadurch sehr stark verändert. Also, dass es nicht mehr die Journalistinnen und Journalisten sind, die die Deutungshoheit haben darüber, wie Protest eingeschätzt werden soll und ob er legitim ist oder nicht, sondern dass das sehr stark auch in anderen Arenen ausgefochten wird, dieser Frage. Wenn ich dich ein zweites Mal einladen würde zum Thema Protestforschung, über welches Thema würden wir dann wahrscheinlich reden? Also jetzt nicht ein inhaltliches Thema im Sinne von Protest gegen, sondern über welches Phänomen würden wir uns dann wahrscheinlich unterhalten? Vielleicht würden wir uns intensiver unterhalten über die Frage von Öffentlichkeit und der öffentlichen Einschätzung von Protest, weil das eigentlich mein Hauptthema ist. Also wie wird Protest überhaupt sichtbar? Was von dem Protest geschehen bleibt unsichtbar? Das ist nämlich der größte Teil. Also das muss man sich immer bewusst machen, dass nur 1% der Proteste, die stattfinden, in der nationalen Berichterstattung auftauchen. Oder 1% ist vielleicht nicht, aber ein einstelliger Prozentanteil. Und genau, das finde ich immer spannend zu beobachten, welcher Protest überhaupt sichtbar gemacht wird und welcher im Verborgenen bleibt. Schön, dass du den Aspekt rausgesucht hast. Ich hatte schon so gedacht, jetzt kommt bestimmt künstliche Intelligenz, dass wir uns damit beschäftigen müssten, wenn wir das nächste Mal sprechen. Ich bin mal gespannt, vielleicht ergibt sich die Gelegenheit. Ich würde mich sehr freuen. Lieber Simon, war ein wahnsinnig spannendes Gespräch, was du an Erkenntnissen hier mit uns geteilt hast, da tief eingetaucht bist. Und ich glaube, die Querbezüge zur Zusammenarbeit und zur Organisationskultur, die lagen mehr als auf der Hand. Also von daher vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Gedanken. Ja, danke für die Einladung. Ja, das war's wieder im Podcast Good Work in unserem Good Work Salon. Wenn euch die Art der Gespräche gefallen, wenn ihr Freude daran habt, etwas tiefer in die Themen einzutauchen, spannende Geschichten zu hören und Transformationserfahrungen live mitzuerleben, dann schaltet ein, hinterlasst ein Abonnement. Ihr findet den Podcast überall dort, wo man üblicherweise Podcast findet. Das heißt bei Apple, bei Spotify, seit kürzerer Zeit auch bei YouTube. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder einschaltet und freue mich auch über Nachrichten auf allen möglichen Kanälen von euch. Und bis dahin, passt gut auf euch auf, eure Jule Jankowski.